Und damit ein herzliches Willkommen zur Hand. Eine neue Aufnahme. Wir sind mit unserer Wetterli unterwegs und zwar mit dem Valios Signac Level 1. Der hat schon das Salamander, Lux und Fächern. Deswegen habe ich mal die Kettenpistole genommen und ich habe jetzt die Wetterli genommen und dreimal Dynamitstange. Mal schauen. Also wir haben jetzt einen Random-Spieler, der Abus Track. Und wir schauen mal, wo wir landen und was wir so spielen werden. Und wir sehen uns gleich im Spiel. So, und ein herzliches Willkommen nochmal. Jetzt geht's los. Wir sind in einem Match gelandet und wir spawnen gerade auf der Karte. Wie gesagt, ich habe jetzt die Wetterli. Ich muss mit der ein bisschen üben, denn die ist vor allem im Endgame eigentlich gar nicht so schlecht, aber das Problem ist halt, die hat ein komisches Schussverhalten. Ich kann nur empfehlen, das ohne Scope zu nutzen, weil das Scope irgendwie kaputt aussieht. Also es ist irgendwie nicht ganz so toll. Lieber mit Bajonett, da kann man Nahkampf schön machen. Und muss halt keine extra, kein extra Messer mitnehmen. Und dementsprechend ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Inwieweit wir jetzt erfolgreich werden oder nicht, das entscheiden wir gleich. Jetzt, wie gesagt, geht's ja los. Wir warten noch auf andere Spieler. Wir haben auch wieder hier sehr lang gewartet. Wir haben es 0.48 Uhr. Ich habe Urlaub, deswegen darf ich das. 11. Oktober. Das ist jetzt, So, ich habe mit dem Fanning, also dem Fächern, und eben die Wetterli, die ist halt relativ gut. Die kann auch one-hitten. Aber man muss halt aufpassen, dass man halt auch den Schuss trifft. So, was wir wissen ist, wir wollen relativ leise sein. Wir sind links am Friedhof. Wir wissen, dass rechts welche spawnen. Wir wissen, dass links Leute spawnen können. Ja, wir gehen mal den Kollegen nach. Ich bin nicht so der erfahrene Spieler. Ich spiele das Spiel zwar relativ viel, aber ich bin, was die Waffe hier angeht, zum Beispiel sehr unerfahren. Hast du gehört, ne? Dass links einer ist. Okay. Wenn so ein Pferd wird, ist da immer ein Spieler in der Nähe und hat ihn gerade das Pferd umgebracht. Hast du gehört? Ja. Nur mal so gewarnt, schade. Ich hatte ja voll im Visier, aber ich wollte nicht schießen, weil der wäre tot. Mein Kollege ist da links. Thank you.
Okay, da ist jemand. Okay, machen wir mal das, den Clou. Ich bin mir sicher, dass sie auf den Clou gucken. Okay. Jetzt wissen wir, wo wir sehen wollen. Nach Osten. Also hier scheint irgendjemand zu sein. Eigentlich schade, dass ich die nicht angeschossen habe oder so, aber ich hätte es wahrscheinlich nicht überlebt. So, und da ist der Schlachter.
Wir nähern uns natürlich jetzt dem Schlachter. Nehmen wir die Batterie wieder für die weite Distanz. Muss ja nicht dieselbe Weg gehen, aber. Er hat volle Heilung. Da wird geschossen. Ich gebe meinen Kollegen mal mit. Kann auch im Haus sein. Ich weiß nicht genau, ob oben oder unten. Ich glaube aber unten. Das ist eine Falle. Also hier liegen schon mal drei. Wo sind sie denn? Direkt hier unten drunter. Da habe ich einen erwischt. Okay, einer ist hier und der andere ist auf der anderen Seite.
Hammer. Bows down. And three player top down. I think we are alone. Okay. Ich habe so getan, als wenn ich keine Munition mehr habe und habe mich dann zurückgezogen. Ein Glück, weil der kam nach und wollte mich töten und hat es dann eben übertrieben. Wir könnten alleine sein. Da liegt der andere. Ah. Können noch zwei übrig sein. Wir müssen damit rechnen, dass nur ein Team da ist. Wir machen aber noch die Spider, oder? Ich frag mal. Okay. Machen wir die Spider noch. Und dann haben wir das auch. Ich habe mit der Wetterli jetzt überhaupt nicht geschossen, ne? Weil jetzt hätte er da unten eh nichts gebracht, glaube ich. Da habe ich lieber mit der Fanning geschossen. Das hat mehr Sinn gemacht. Und ja. Ich habe den zwar nicht gesehen, aber er hat zu früh geschossen und ich habe echt gerade Schüttelfrost vor lauter Geilheit des Spiels. Das macht echt Spaß gerade. Das war wieder eine Folge, die macht echt Spaß. Die haben sich gegenseitig abgeschlachtet und wir haben die letzten, also wir kamen zuletzt, ne, zum Schluss. Ja, man soll halt immer der Letzte sein, das ist immer das Beste. Die sehen natürlich uns, wenn es die noch gibt, also wenn es zwei ein Team gibt, ein gegnerisches, dann wissen die eh, wo wir sind. Also wir können jetzt hier Lärm machen und so, das ist glaube ich auch nicht mehr so erheblich, aber so, es gibt halt überall ein Clue. Das ist halt jetzt gleich meine Vision aufgebraucht, weil wir jetzt auch die Clues ja sehr sammeln müssen. Meistens ist der hier unten. Der ist aber hier nicht. Ich habe noch 2 Sekunden über. Ach, da ist er. Okay, Sägemühle würde ich sagen. Ja, wir haben uns getraut, ne, würde ich sagen. Ich
Nee, da war nix. Nein. Ich lädt jetzt auf 25% schneller nach, laut dem letzten Update. Deswegen ist das gar nicht so blöd. Ich muss echt noch üben. Nein. Ich muss echt ein Stückchen höher zielen als ich mir eingestehen will. Also, da muss man echt noch üben, wo halt die Waffe wie weit geht. Wir hauen jetzt alles um, was wir finden. Wir üben hier. Hier gibt es echt viel Gesundheit. Aber wenig Munition. Guck mal, ob es hier Munition gibt. Ja. Ja, wir nehmen mal an, dass es keine mehr gibt. Ja. Also das Problem ist, wir machen jetzt echt viel Lärm. Ich meine, die wissen eh, wo wir sind. Okay. Wir haben jetzt nicht mehr viel Schuss für die. Wir sollten nur vielleicht die andere Waffe nehmen. Also wenn ich mir ein bisschen übe mit dem Fanning, das ist gar nicht so verkehrt. Also, sag mal, einen Typen zu haben, der das hat. Danke. Das wäre so ein Vieh. Ich meine, niemand macht die Spinne, weißt du? Das ist sehr verdächtig. Hört doch auf.
War klar, dass hier die Spinne ist. Mal kurz gehen. Ich würde lachen, wenn jetzt jemand kommt und erschießt. Ich habe nicht mehr viel Munition, ich nehme jetzt mal die. Na, wo bist du? Da oben. Okay, gibt es hier irgendwo noch Munition? Also man muss sagen, Munition ist echt ein Problem. Muss man echt jetzt aufpassen, dass man auch von dem Boss dann genug Munition hat, ey. Schießt da hinten und rum. Dann gehe ich auch noch mal kurz raus. Da drüben gibt es ja bestimmt auch Munition. Meistens zumindest. Vielleicht soll ich weniger Munition verschießen, wenn ich Munition suche. Gut, wird Zeit zum Üben. Ja, geht besser. Jetzt, wo man weiß, wo man hinziehen muss. Thank you.
finde gar nicht mehr so schlecht, dass die Wette, die jetzt ein bisschen schneller nachlädt. Weil das hat immer das Problem gehabt. Lass dich aber nicht fressen, ey. Sollte ich nicht fressen lassen, habe ich gesagt. Wir räumen hier echt gerade auf, weißt du. Eigentlich kannst du das niemandem erzählen. Man müsste ja eigentlich Schiss haben bis zum Schluss. So. Ich würde sagen, wir gehen Südwest, Nordwest, aber bin mir sicher, dass da einer campt. Wieso habe ich die Munition von uns nicht gesehen? Na gut, laden wir mal auf. Da haben wir wenigstens wieder volles Magazin, wenigstens eins. Oh. Das war ein Fail. Oh, wow. Da stehen getroffen hab. Hier ist nichts mehr, ey. Ja, ich werde mit der Wette lieber warm. Nein, leer. Ach geil, wir haben alles rausgeholt, Leute. Das war geil. Das zweite Match war geil. Wir haben es geschafft. So muss es eigentlich immer laufen, aber das ist leider nicht immer so. Mal gucken, was wir für Punkte bekommen. Dafür, dass wir auch die Spinne selbst gelöst haben. Also da sind wir ja mit Clou hin und haben es dann selber gefunden und haben es ja auch getötet. Kriegen wir nämlich extra Punkte. Deswegen ist es immer schön, wenn man sie tötet. So. Ja, gibt nämlich extra 100 Punkte. Echt gut. Wenn ich krieg, dann nämlich auch nochmal extra richtig Punkte. Und wir kriegen ja, dadurch, dass wir Kopfgeld zusammengebändigt haben, kriegen wir nochmal zusätzlich Geld für jeden, der quasi rausgekommen ist. Er kriegt das, was ich gekriegt habe, und ich krieg das von ihm. Deswegen ist das gar nicht mal so verkehrt. So, wir haben, ich habe, glaube ich, einen Dreier getötet. Ja, oh, drei. Wir haben drei getötet. Wow. Drei Hunter 3. What the fuck? Das ist eine der besten Runden, die ich hatte. Ich habe nur einen getötet. Der Kollege musste zwei getötet haben. Aber wow, das war geil. Und nächste Freischaltung ist auf Fanning als Trade. So, ich habe mir geschworen, dass der Jäger auf jeden Fall nicht in Rente geschickt wird, egal welches Level der bekommt. Der wird weitergespielt. Vielleicht nicht gleich, vielleicht irgendwann. Auf jeden Fall ist er sehr hoch. Und Fächern ist freigeschaltet.
Und das heißt, wir haben echt viel Punkte gemacht. Das war mal richtig gut. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Hand Showdown und Level 25 da. Würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Also bis dann. Tschüss.